Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Neue Gesichter, alte Bekannte und hunderte Fans in der AOK Plus Walter Fritsch Akademie. Die SG Dynamo Dresden ist mit einem öffentlichen Training in die Saisonvorbereitung gestartet. Bei der ersten Einheit nach der Sommerpause standen Cheftrainer Markus Anfang und seinem Team insgesamt 28 Akteure zur Verfügung. Neben dem vom Zweitligakader verbliebenen Personal wie Panagiotis Flachodimos, der seinen Vertrag bei Schwarz-Gelb gerade erst um 2 Jahre verlängert hatte, standen zahlreiche Spieler der U19, die Leihrückkehrer sowie die bisherigen 6 Neuzugänge der SGD auf dem Platz. Ja, ist ein einzigartiges Gefühl und es war ganz lustig. Meine Frau hat mir heute noch ungefähr so um 13 Uhr geschrieben, ob ich etwas nervös bin. Da musste ich zugeben, ja, das bin ich. Und man freut sich natürlich auf das, was man jetzt hier vorfindet. Also man gehört hat, wie viele Fans auch schon wieder kommen zum Trainingsauftakt und dann auch die Bedingungen hier sieht. Ich kenne ja nur leider noch die Alten am Stadion und da haben wir uns schon gefreut drüber. Und jetzt ist natürlich eine unheimliche Vorfreude auf diese Vorbereitung und dann auch die kommende Saison. Ich fühle mich super wohl hier. Ich mag den Verein extrem, ich mag die Stadt. Meine Familie fühlt sich super wohl hier. Ich bin einfach nur glücklich, dass es geklappt hat und freue mich auf 2 erfolgreiche Jahre. Ja, Kaderplanung sind wir ja dabei. Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, wir müssen keine schnellen, aber gute Entscheidungen treffen. Das schließt eine schnelle nicht aus, aber wir müssen uns auch den Kader genau angucken. Wir haben jetzt wirklich junge Spieler dabei gehabt, gute 17-jährige junge Spieler dabei gehabt, die auch Nationalspieler sind. Da kann man froh darüber sein, dass man solche Spieler dann in seinen Reihen hat. Da müssen wir ihnen auch die Chance geben, oben mitzutrainieren. Das machen sie jetzt. Und wir werden halt tagtäglich uns austauschen und gucken, dass wir einen Kader zusammenbauen. Nach dem ersten Kennenlernen und einer Erwärmung unter Anleitung von Athletik- und Konditionstrainer Matthias Krahe ging es direkt mit dem Ball zur Sache. In einer Spielform forderte Markus Anfang von seinen Mannen schnelle Entscheidungen, konzentriertes Passspiel und ein aktives Pressing. Immer wieder unterbrach der neue Übungsleiter, um der Mannschaft seine Vorstellungen zu vermitteln. Ja, so viele taktische Dinge waren das jetzt nicht. Es war einfach so Entscheidungsverhalten von den Spielern, wie die mit Spielsituationen umgehen, um einfach den einzelnen Spieler kennenzulernen. Und es wird jetzt die nächsten Wochen so sein, dass wir halt so ein bisschen unsere Art, Fußball zu spielen, wie wir uns positionieren mit Ball und gegen den Ball, dass wir das den Jungs ein bisschen transportieren und dass sie dann damit immer wieder Erfahrungen machen und dann in den Wettkampfspielen, die wir jetzt in der Vorbereitungsphase haben, dass sie sich da ausprobieren und dass wir da dann immer wieder nachjustieren können. Volle Kraft voraus heißt es nun im Dynamo-Land. Rund 5 Wochen sind es bis zum ersten Punktspiel der anstehenden Drittligasaison. Bis dahin soll neben der spielerischen und taktischen Grundausrichtung auch die körperliche und mentale Basis für die neue Spielzeit gelegt werden. Unter anderem reist die SGD dafür vom 27. Juni bis 4. Juli ins Trainingslager nach Bad Hering in Österreich. Viel harte Arbeit wartet also auf die Schwarz-Gelben und der Trainingsauftakt vermittelte davon einen ersten Eindruck. Von einem lockeren Aufgalopp konnte jedenfalls keine Rede sein. Klar spürst du, dass du halt jetzt 3 Wochen nichts gemacht hast und die Beine erstmal wieder sortieren musst und ja, nach und nach ein paar Sprints in die Luft fehlt. Aber das wird alles kommen innerhalb von ein paar Tagen. Das ist ganz normal am Anfang, dass dir da ein bisschen die Power und die Luft fehlt und darüber mache ich mir keine Sorgen. Wie geht's dir körperlich? Ja, jetzt werden viele fragen, Mensch, der ist 33, wie geht's dem? Es geht gut. Ja, gestern waren zwar die Leistungstests, die waren schon intensiv und heute das Training war ja, gut zum Reinkommen, aber war schon knackig. Knackig waren auch die Temperaturen in der AOK Plus Walter Fritsch Akademie. 30 Grad zeigte das Thermometer beim Trainingsauftakt an. Rund 650 Dynamo-Fans wollten sich den hitzigen Neuanfang nicht entgehen lassen und verfolgten die knapp 2-stündige Einheit von der Tribüne aus. Wenn einer so eine schwere Saison hinter sich hat, dann lechzen die Fans natürlich auch nach Erfolgserlebnissen. Vor 2 Jahren hat die Mannschaft das richtig gut gemacht und der Verein das richtig gut umgesetzt. Und wir werden jetzt versuchen, dass wir das dann auch hinbekommen, sodass wir ein dementsprechend gutes Jahr spielen. Aufstieg kannst du nicht planen, aber dass wir halt vernünftigen Fußball spielen, das wollen wir schon planen. Wir brauchen die Fans, wir leben von den Fans auch, weil die tragen uns im Stadion, auch wenn es mal nicht gut läuft, dass sie uns nach vorne peitschen und alles. Und das ist wichtig, dass die Fans hinter uns stehen und das ist wirklich ein schönes Zeichen, dass auch heute so viele da waren. Ja, es ist extrem wichtig. Ich glaube, wo dann Corona kam und danach die Zuschauer wieder hier zu Hause im Stadion waren,
gab es nach meiner Erinnerung keinen Sieg. Ja, und das ist natürlich schwer, ja, das dann auch den Fans zu vermitteln. Und jetzt geht es nur gemeinsam. Ja, die Fans haben diesen Slogan auch ausgerufen, dass es nur gemeinsam geht. Und dieser Zusammenhalt hat Dresden immer ausgemacht. Und da müssen wir hinkommen, um das wieder gemeinsam vorleben. Dann wissen wir auch, was hier möglich ist.